So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Der Ramses ist auf dem Weg zur Brücke der Technik, denn heute ist legendäre Raid-Stunde mit Giratina. Was shiny sein kann? Habt ihr schon shiny Giratina? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir wollen mal gucken, wie viele Raids wir machen. Eigentlich wollte ich nur den täglichen Pass rausschmeißen. Vielleicht mache ich auch einen Doppelraid. Da unten sind ja ein paar Arenen aneinander geklatscht. Und ganz wichtig, heute endlich die Freundschaftsaufstiege. Ich habe es schon an meinen Buddy dran geschrieben. 28. Ne, was ist heute? 25.09. 18 Uhr. Ans Giratina. Habe auch extra einen Giratina rein. Das sollte idiotensicher sein. Trotzdem haben ein paar Leute natürlich schon heute um 13 Uhr aufgemacht, gestern um 20 Uhr, die ganze Zeit hat es gehalten jetzt. Wochenlang konnte ich nichts schicken und die haben nichts geschickt und ich bin davon ausgegangen, gut, die warten ja alle auf die legendäre Raid-Stunde, aber nichts. Jetzt laufen wir mal da runter, das Wetter ist bescheiden, wie gesagt, es nieselt. Vielleicht müssen wir uns dann auch noch unterstellen. Wichtig ist auf jeden Fall, X-Raid-Arena mit reinnehmen. Denn jetzt kommt ja bei der nächsten Einladungswelle Mewtwo mit Spukball in die X-Raids, was auch shiny sein kann. Und jetzt fängt es gleich richtig an. Ich bin so gehypt, ich glaube, ich stelle mich einfach unter die Brücke und das war's. Aber Glücksein nicht vergessen. 20 Geschenke kann ich aufmachen, ein paar nehmen vielleicht noch so an. Dann wird es heute eine legendäre EP-Stunde. Wir sehen uns gleich beim Raid. So, der Ramses sieht nichts, ne? Brille beschlagen, hinten stehen sie alle zusammengepfercht wie die Ölsardinen. Jetzt wollen wir aber hier erstmal rein, wollen mal ein Glücksei zünden, damit auch nichts durch die Lappen geht. Als zweites gehen wir natürlich auf die Arena, treten dem Raid bei. Giratina! Hoffentlich passe ich da noch mit rein. So viel los war noch nie. Bei gutem Wetter sieht man keinen, bei schlechtem Wetter kommen sie alle aus die Löcher rausgekrochen. Und ich werde mich nachher wieder dorthin stellen, einfach gemütlich die Geschenke öffnen und das war's. Ich glaube, für mich war es das heute hier. Alles nass, klitschnass, seh nix, Brille beschlagen. Wir nehmen wieder mal Despotar, 17 Stück. Sind alle drin, ja? Ja, ja. Was gibt's da zu tuscheln? 19. Seid ihr auch 19? Schreibt's mal in die Kommentare. Nein, weil ich stelle das jetzt einfach hier irgendwo. Ja, sieht gut aus. Toll. So, 18,98 ist es geworden. Richtig schlecht. Das wollen wir jetzt mal fix eintüten, dass wir dann gleich die Geschenke öffnen können. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt nicht weitermachen. Denn ich habe so lange jetzt gewartet, dass ich endlich die ganzen Geschenke und Aufstiege machen kann. Oh, der Finger ist schon wieder, ne? Habt ihr auch Finger? Schreibt es mal in die Kommentare. Frühs X-Raid an der Brücke, nachmittags X-Raid an der Brücke, also nicht X-Raid, aber an der X-Raid Arena. Das ist natürlich genial, jetzt wo ich alle Arenen Gold habe, kann ich die legendäre Raid-Stunde natürlich immer dafür nutzen. Los Bruder, nicht schüpfen, Kopfnuss, greif an. Yeah. Wir werden dann alle Geschenke öffnen und dann erst wieder aufnehmen, wenn die ganzen Benachrichtigungen reinkommen. Wer alles aufgestiegen ist, wer alles wie wo was gemacht hat. Das sieht gut aus.
einfach fabelhaft, schon 10-mal. Da müsste es mal eine Quest geben. Treffe 5-mal einfach fabelhaft bei Zubat hintereinander mit Curveball. Immer noch richtig genial. Leider gibt's das nicht. Und da kriegt ihr dann ein zweites Mew geschenkt oder so. Das wäre krass. 1, 2, 3. Boom, da ist es drin. Ist schlecht. Müssen wir gar nicht bewerten. Hat denn jemand ein Shiny? Hat jemand ein gutes? 1931? 1888, das ist das Beste. Gut, alle schüchtern. Wir gehen weiter. So. Nein, wir machen jetzt die Geschenke auf und melden uns natürlich gleich zurück. Oh, der erste ist schon da. Ben0304, Hyperfreunde. Und von dem wollte ich mir noch ein Mobile rübertauschen. Muss ich mal gucken, der wollte mir eigentlich einen Alola Slimer geben. Noch. Und ja, ich mache das schon irgendwie. Jetzt erstmal die Geschenke aufmachen und dann gucken wir mal, wer noch alles hier reinfliegt. So, jetzt sind alle auf, wir gucken mal kurz rein. Der Killer 700, auch Hyperfreunde aufgestiegen, der hat nämlich geöffnet, dem habe ich gestern noch geschrieben. Und während die anderen langsam zum Theater dann laufen, denke ich mal, werde ich noch den Weg hinterher finden. Ibims 1 Wobby, 200.000 Erfahrungspunkte. Beste Freunde endlich. Quatsch Queen, 200.000 Erfahrungspunkte. Beste Freunde. Daily Döner, das ist nämlich wichtig, dass er jeden Tag ein Döner isst. 100.000 Hyperfreunde. Dani Sahne 75, 100.000 Hyperfreunde. Dom 1408 Melli, 100.000 Hyperfreunde. Ed 84, 100.000 Hyperfreunde. El Grappadura, 100.000 Hyperfreunde. Hoffentlich hat er ein Ei drin gehabt, obwohl ich glaube, bei ihm war es nicht mehr so wichtig. Weiß ich jetzt nicht. Fizzle, 100.000 Hyperfreunde. Noch dazu Graf Zapdos, richtig genialer Typ, 100.000 Hyperfreunde. Und jetzt können wir endlich auch mal weiter leveln. Gum Gamer Drissi, 100.000 Hyperfreunde. Huskies Eis, 100.000 Hyperfreunde. I'm the Darkness, 100.000 Hyperfreunde. Ihr seht das, hört gar nicht mehr auf. Jaden Mal 01, Hyperfreunde, nochmal 100.000 obendrauf. Jakobspilger, nochmal 100.000 obendrauf. Und Canvas 92, endlich 100.000 obendrauf. Kreuzi 1981, nochmal 100.000, auch noch oben drauf. Einer fehlt noch, Laserlasse 16, ganz bestimmt meine ich nämlich, der 8D. Maggie 79, 100.000, oben drauf. Wo ist er denn? Miau, auch noch dabei, nochmal 100.000. MRMR 2003, da ist er doch, der 8D, der jedes Mal mich verwirrt in den Kommentaren, ich einfach nicht mehr durchblick. Da geht sogar 1821 noch was auf. Hier hinten, der geht auch noch eine Minute, den schafft man nicht mehr. Aber zum Theater wird man noch gehen, da würde ich noch fix mitmachen. Was hier vorne ist, weiß ich jetzt nicht. Wir laufen einfach mal hinter, gucken mal, was da noch so geht. So, haben wir es doch noch geschafft zum Raid. Ist ja eine halbe Stunde immer das Ei, da können wir den noch mit reinpacken hier. Zack, grüner Pass. Wieder mal nicht an die eigenen Regeln gehalten. Ich wollte doch nur einen Raid am Tag machen von dem Giratina. Oh, da ist sogar ein 98er mit drin. Giratina gegen Giratina, das ist brutal. Streit in der Familie, das muss nicht sein. Wir stellen uns irgendwo hin wieder, sodass keiner drauf ist, ne? Dass alle drauf sind am besten. Ich mache dann eine ganze Gesichter raus. Und ja, dann gucken wir mal, ob jetzt ein Shiny dabei ist. Eben ja nicht. So, und das zweite Giratina ist auch besiegt. Wir drücken mal wieder schnell durch. Guck mal, ob jetzt ein Shiny dabei ist. Nein, aber ein 1873 ist ja noch schlechter als vorhin. Das werden wir gleich wieder fangen. Wir testen uns mal vorsichtig ran. Jetzt jemand ein Shiny? Toll, was für eine legendäre Raid-Stunde. 1896, 1917, wer bietet mehr? Wir versteigern jetzt Giratina.
Wir stellen uns jetzt mal auf den Streukasten und nehmen das noch fix mit, fangen das noch ein und dann... Ich hab ein Shiny! Ich hab ein Shiny! Jetzt laufe ich mal darüber. Ja, guck, guck, Leute, da ist das Shiny. Das war wieder scheiße. 18,95. Gut, doch ein Shiny dabei, tagesgerettet. Wunderbar, jetzt müssen wir trotzdem noch das fangen. Da drüben, ganz in Ruhe. 18,73. Oh, daneben. Wo ist einfach fabelhaft. Da drückt man einmal daneben und dann bleibt es natürlich drin. Das muss man auch nicht verstehen. So, das brauchen wir eigentlich gar nicht zu verwehren. Wir machen es trotzdem mal. Ist natürlich schlechter als das eben. Müssen wir kurz nochmal nachhaken. Bei der Annika. Ne? So, ich habe mich nochmal schlau gemacht. Bei der Annika war es sogar das erste Giratina auf dem Account, sprich Pokédex-Eintrag mit dem Shiny gemacht. Das muss man erstmal hinkriegen. Natürlich frage an euch wieder, wie viele Raids habt ihr heute gemacht? Habt ihr ein Shiny bekommen in der legendären Raid-Stunde? Ich habe das Hauptaugenmerk heute natürlich auf die Erfahrungspunkte gesetzt, die Geschenke endlich mal zu öffnen, zu machen. Nachher sammle ich wieder, dann schicke ich wieder 100 raus und dann gucken wir mal. Beim Mewtwo geht auch noch einiges, denke ich mal. Wenn da die Raid-Stunde ist, bis dahin habe ich wieder ein paar zu Hyperfreunden, vielleicht beste Freunde. Und danke natürlich an alle, die immer schön das System beachten und da mitmachen, dass man zu solchen besonderen Events, sage ich es mal, aufsteigen kann. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.